Geht's Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen? Wie? Ich fragte, ob Ihnen nicht gut ist. Gehen Sie. Gehen Sie. Sie können sich ja kaum auf dem Bein halten. Wo sind wir hier? Hier in der Hans-Bartel-Straße. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Dankeschön. Soll ich Sie begleiten? Sie sollen mich in Ruhe lassen! Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Brauche keine Sorge zu haben, ich bin von der Polizei. Wo wohnen Sie? Da ist nichts daraus. Kommen Sie. Wo haben Sie Ihren Schlüssel? Moment bitte. In meiner Tasche. Entschuldigung. Welcher Schlüssel ist es denn? Der da. Wo wohnen Sie? Im Parterre. Sagen Sie mir doch, was mit Ihnen los ist. Haben Sie Schmerzen? Nein. Kommen Sie. Kommen Sie. Wohnen Sie mit Ihrer Familie hier? Nein. Ich wohne in Untermiete. Gehen Sie nur. Ich danke Ihnen. Martina! Entschuldigen Sie, Frau Degner. Was haben Sie denn? Was ist mit ihr? Ich weiß es nicht. Wer sind Sie? Ich habe sie in diesem etwas hilflosen Zustand auf der Straße angetroffen. Ist sie betrunken? Nein, das glaube ich nicht. Sie ist ja völlig durchgedreht. Vielleicht rufen Sie am besten einen Arzt. Was ist passiert, Martina? Brauchen Sie einen Arzt? Sind Sie verletzt? Bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Lassen Sie mich allein. Nimmt sie Drogen? Aber nein, ganz entschieden nein. Ich weiß, dass sie das ablehnt. Völlig ablehnt. Wissen Sie zufällig, wo sie heute Abend war? Sie hat einen Freund, den sie besucht hat. Vielleicht hatte sie einen Streit. Obwohl ich das nicht glaube. Ich kenne den jungen Mann. Er ist sehr nett. Sehr gut erzogen. Aber wer weiß. Nett von Ihnen, dass Sie sich um sie gekümmert haben. So selbstverständlich. Selbstverständlich ist heute gar nichts mehr. Das ist auch wieder wahr. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich wollte mich erkundigen, wie es dem jungen Mädchen geht. Keine Ahnung, sie ist gestern gleich schlafen gegangen und heute Morgen habe ich sie noch nicht gesehen. Wie spät haben wir es denn? Es ist gleich 9. Gleich 9? Kommen Sie rein. Sollte ich Ihnen selber sagen, wie es ihr geht? Sie muss nämlich in die Akademie. Akademie? Ja, Kunstakademie. Sie studiert da Malerei und Grafik. Ich will nicht stören, aber ich bin natürlich besorgt wegen gestern Abend. Ich auch. Martina, es ist 9 Uhr.
Außerdem haben Sie Besuch. Martina! Scheint fest zu schlafen. Nanu. Darf ich mal? Der Schlüssel steckt, also muss sie da sein. Eigenartig. Sperrt sie immer ab? Nein, sie hat sich noch nie eingeschlossen. Kann ich aufbrechen? Bitte. Wo ist Ihr Telefon? Selbstmord. Ja. Ganz eindeutig. Keiner der Anzeichen für Fremdverschulden. Und jetzt machst du dir Vorwürfe? Ja, irgendwie schon. Sie war in einem Zustand, den ich besser beurteilen hätte müssen. War in einer Lage, der sie Hilfe gebraucht hat. Aber sie hat nicht darum gebeten. Nein, das nicht. Habe ich jetzt erkennen müssen. Kommt noch hinzu, dass es sich um einen Menschen handelt, der dir sympathisch war. Ja. Ja, und da ist noch etwas, was dir durch den Kopf geht. Irgendjemand... Der muss ja verantwortlich sein für diesen Selbstmord. Nicht wahr? Irgendjemand, der muss sie ja in diesen Zustand gebracht haben, aus dem sie dann schließlich keinen Ausweg mehr wusste. Genau so ist es. Du willst etwas unternehmen? Ja. Ich weiß, es ist zwar nicht unsere Arbeit, aber ich will wissen, was da vorgefallen ist. Ich kann nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Na gut. Weiß man, wo das Mädchen an diesem Abend gewesen ist? Sie soll einen Freund besucht haben. Auch ein Kunststudent. Na also, dann würde ich dem doch mal ein paar Fragen stellen. Martina Busse. Ja, aber sie ist nicht da, sie ist heute nicht gekommen. Ist Herr Schumann da? Herr Ulrich Schumann? Ja, der ist da. Worum geht's denn? Das würde ich ganz gerne selber von ihm erfahren. Würden Sie ihn mal rausbitten? Ja, gern. Könnte ich irgendwo ungestört sprechen? Ja, gleich dort hinten in meinem Büro. Ich gehe so lange raus. Danke. Was haben Sie da mit der Kriminalpolizei zu tun? Polizei? Ja. Herein. Bitte, Ulrich. Herr Schumann? Ja? Sie kennen Martina Busse? Ja. Fräulein Busse hat Sie gestern Abend besucht. Wie? Besucht? Mich? Ja. Sie hat zu ihrer Wirtin gesagt, ich bin heute Abend bei Ulrich Schumann. Das ist eine Aussage, die Frau Degenhardt gemacht hat und die wurde protokolliert. Protokolliert? Ich frage Sie, ob das stimmt. Hat Martina Busse Sie gestern Abend besucht? Ja, sie war mal kurz da, kam kurz mal vorbei, aber sie ging dann wieder. Wann waren das?
Wann? Gegen 9? Ja, was fragen Sie mich? Ich weiß es doch nicht. Also Sie sagen gegen 9? Ja, ungefähr. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Wie lange blieb sie? Bis... nicht lange. Sie ging dann gleich wieder. Hatten Sie Streit miteinander? Nein, überhaupt nicht. Kam es zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten? Nein, nein, wie kommen Sie darauf? Hat sie das gesagt? Nein. Sie kann nichts mehr sagen. Sie ist tot. Sie hat sich das Leben genommen. Und in dem Zusammenhang frage ich, wo sie gestern Abend war, mit wem sie den Abend verbracht hat und was an diesem Abend passiert ist. Nichts ist passiert. Überhaupt nichts. Na, und weiter? Ja, sie sei nur eine Stunde bei ihm gewesen, nicht länger. Dann wieder gegangen. Wohin? Das weiß er nicht. Stefan, der lügt. Ich weiß, dass er lügt. Das habe ich im Gefühl. Schon möglich, dass es dich nicht täuscht. Dein Gefühl. Wieso? Was meinst du? Ich habe hier den Autopsiebericht. Moment. Naja, hier. Also. Das Mädchen ist möglicherweise vergewaltigt worden. Möglicherweise. Dieser junge Mann, wie heißt er? Schumann, Ulrich Schumann. War er eng mit diesem Mädchen befreundet? Ja, sie soll fast jeden Abend bei ihm gewesen sein. Wer sagt denn das? Ein Mädchen aus seiner Klasse. Hast du seine Adresse? Ja, ja, der wohnt hier. Der wohnt schon länger hier. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht da. Die Zugifrau hat nämlich gerade den Schlüssel geholt. Gut, danke. Grüß Gott. Ja, bitte. Ist das die Wohnung von Herrn Schumann? Ja, aber der ist jetzt in der Akademie, da kommt erst nachmittags. Wir sind von der Kriminalpolizei. Sie haben doch sicher eine Telefonnummer, unter der er zu erreichen ist. Wir hätten gerne mit ihm gesprochen. Kleinen Moment. Ich sehe mal nach. Wo ist sie denn bloß? Wenn ich sie nicht finde, dann weiß ich aber, wen sie anrufen können. Sein Vater, der ist Rechtsanwalt, hat seine Praxis gar nicht weit von hier, in der Leopoldstraße. Gut, ja. Dann kann man ja da mal anrufen. Die Adresse habe ich hier. Hilft Ihnen das was? Er hat doch nichts angestellt. Nein, nein, nein. Ach, bitte machen Sie heute hier nichts sauber. Wie meinen Sie? Lassen Sie alles so, wie es ist. Rühren Sie nichts an. Hier wurde ganz schön gefeiert. 4 Gläser zähle ich. Verzeihen Keine Sie aber... Angst, ich werde jetzt diese Nummer anrufen. Dr. Schumann. Rechtsanwalt. Ja? Schumann? Wer ist da, bitte? Ah, Herr Derrick. Von der Kriminalpolizei. Worum geht es bitte? Wir sind in der Wohnung Ihres Sohnes. Die Zugefrau hat uns hereingelassen. Nein, nein, es ist ein reiner Zufall, dass wir Sie angetroffen haben. Ich hätte gern mit Ihrem Sohn gesprochen. Ich weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann. Mein Sohn ist hier. Er hat mir erzählt von dem traurigen Ereignis. Er ist ganz erschüttert. Die Sache hat ihn sehr mitgenommen. Natürlich können Sie kommen. Ja, ich erwarte Sie. Ach, übrigens, ich habe die Zugefrau gebeten, hier in der Wohnung nichts anzurühren. Sie sind einverstanden? Aber ja, ordnen Sie alles an, was Sie für richtig halten. Wir haben nur ein paar Minuten Zeit. Wir dürfen keinen Fehler machen. Einen hast du schon gemacht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Zunächst muss man alles tun, um glaubwürdig zu wirken. Und zwar dort, wo die Glaubwürdigkeit überprüft werden kann. Wie sieht das aus bei dir in der Wohnung? Wie meinst du? Hast du aufgeräumt? Wie ich dich kenne? Nein. Gläser, Flaschen, steht alles da. Das haben Sie jetzt gesehen. Registriert. Und Sie wissen, dass da noch mehr Leute waren. Das kann nicht geleugnet werden. Und noch etwas. Die Autopsie.
Das heißt, wenn man eine vornimmt, weiß man, was vorgefallen ist. Auch da kann nichts geleugnet werden. Los, geht da rein jetzt. Ich will erst allein mit ihm sprechen. Ah ja. Guten Tag, Herr Dr. Schumann. Guten Tag, Herr Derrick. Das ist der Kleine. Guten Tag. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Danke. Was für eine unangenehme Geschichte. Mein Sohn ist ganz verzweifelt. So, ich denke, er ist hier. Er wird Ihnen gleich zur Verfügung stehen. Bitte. Er und seine Freunde. Ja, wieso seine Freunde? Ja, die Sache betrifft auch zwei seiner Freunde, die gestern Abend mit ihm zusammen waren. Zugleich mit dem Mädchen. Was hat Ihr Sohn Ihnen denn erzählt von dem gestrigen Abend? Die Wahrheit, die nicht sehr angenehm ist. Sie haben da gestern Abend wohl ein wenig, wie soll man das nennen, über die Stränge geschlagen. Eines der typischen Schwabinger Feste, auf denen man es nicht so genau nimmt. Was hat man nicht so genau genommen? Na, Sie werden schon wissen, was ich meine. Sie sollten es uns schon sagen. Die jungen Leute heutzutage haben da eine ganz andere Auffassung. Sie sind viel offener, nüchterner. Die Sache bedeutet ihnen nicht so viel. Welche Sache? Na, was da Liebe genannt wird. Man gibt da doch heute viel schneller seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen nach und nimmt die Ausführung, nennen wir das mal so, nicht so wichtig. Die jungen Leute haben sich gestern Abend mit diesem Mädchen vergnügt. Und zwar mit ihrem Einverständnis. Ah ja, das Mädchen, das kann nichts mehr dazu sagen, aber Sie haben drei Zeugen, die das sicher auf Ihren Eid nehmen. Sehe ich das richtig so? Das Mädchen war einverstanden, hat den Spaß mitgemacht. Spaß? Dem Mädchen wurde Gewalt angetan. Das wurde festgestellt. Wer sagt denn das? Ich meine, da muss doch irgendjemand eine Behauptung aufstellen. Oder eine Anklage erheben. Wer tut das? Wer hat das getan? Hat sie es getan? Hat sie gesagt, dass man ihr Gewalt angetan hat? Wann hat sie es gesagt? Wem hat sie es gesagt? Meine Herren, liegt da eine Aussage vor? Nein, es liegt keine Aussage vor. Dann gehen Sie also nach dem Augenschein. Sie haben da eine Annahme, eine Vermutung, dass da möglicherweise ein Verbrechen geschehen ist. Was durchaus Ihr Recht ist. Nicht nur Ihr Recht, Ihre Pflicht. Und was ich verstehe. Aber Ihre Annahme, Ihre Vermutung ist falsch. Sie werden jetzt die jungen Leute vernehmen und Ihre Aussagen werden es beweisen, dass keinerlei Gewalt angewendet wurde. Nur die, die nun mal dazugehört, wenn Leidenschaften im Spiel sind. Ich werde jetzt die jungen Leute holen. Der Mann ist Anwalt, er versteht sein Handwerk. Und es gibt keinen Ankläger. Doch, die Tote. Und die hat auch einen Anwalt. Einen Staatsanwalt. Der kennt seine Chancen. Und die sind in diesem Fall vermutlich nicht sehr groß. Wir werden diese jungen Leute verhören, bis sie die Wahrheit sagen. Es fragt sich nur, wie gut der Anwalt seine Schützlinge bereits präpariert hat, oder? Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Alle drei. Ja, bitte. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, wer von Ihnen hat uns angerufen? Ich. Warum hat man die drei wieder laufen lassen? Es war Ihnen nichts nachzuweisen. Es gibt keine gesicherte Erkenntnis, dass gewisse Vorgänge in der Wohnung von Ulrich Schumann mit dem Selbstmord in Verbindung zu bringen sind. Natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Sie hat sich das Leben genommen wegen der Dinge, die da passiert sind. Und was da passiert ist, das ist uns doch allen klar.
Wir sind über sie hergefallen und sie hat sich nicht wehren können. Das konnte sie nicht ertragen und deshalb hat sie sich umgebracht. Schauen Sie, die Aussage, dass keine Gewalt angewandt wurde, die lässt sich leider nicht widerlegen. Es ist doch lachhaft. Die lügen doch. Hören Sie mir zu. Martina hat den Ulrich geliebt. Jeder von uns weiß das. Sie war einfach nicht der Typ, dem es gleichgültig war, mit wem und wie und wo. Sie war von uns allen die Beste, die Ehrlichste. Für sie war Liebe... Liebe. Liebe, das war noch etwas Besonderes für sie. Ich weiß es. Alle hier wissen es. Rotraud. Ja, das stimmt. Ich habe sie sehr gut gekannt. Wir waren sehr gut miteinander. Ich bin viel mit jungen Leuten zusammen. Ich mag sie, sie mögen mich auch. Aber Martina, die war etwas ganz Besonderes. So heiter, so unverdorben. Die hat einem den Glauben an junge Menschen wiedergegeben. Ich kann das so schlecht ausdrücken. Ich möchte auch nicht mehr darüber... Entschuldigen Sie. Hör zu, Harry. Tatsache ist doch, dass viele Frauen ganz einfach nicht zur Polizei gehen, wenn ihnen sowas passiert. Sie stehen unter einem Schock. Sie schämen sich, sie haben Angst, sich uns anzuvertrauen. Haben Angst vor peinlichen Fragen. Ja, helfen dadurch nicht sich, helfen natürlich dem Täter, nicht? Ja, genau wie in diesem Fall. Das ist alles Liebe und nett, was die Mädchen da sagen. Aber die Täter sind nicht zu überführen. Es ist doch eine Riesensauerei. Ist es. Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren. Und? Muss ich das? Harry... Nur mal ehrlich, du wärst doch längst wieder zur Tagesordnung übergegangen, wenn dir das Mädchen nicht gleich auf Anhieb so, wie hast du gesagt, so sympathisch gewesen wäre, nicht? Mag sein, dass das eine Rolle spielt, aber Gott sei Dank bin ich noch nicht so abgebrüht, dass mich das alles kalt lässt. Berger? Ja? Fahr mal zum Haus von Ulrich Schumann. Wenn er es verlässt, will ich wissen, wohin er geht. In Ordnung. Zufrieden? Ihr Stammlokal? Wie meinen Sie? Ich frage Sie, ob das Ihr Stammlokal ist. Wozu wollen Sie das wissen? Wir sind öfter hier, das ist richtig. Wollen Sie noch was von uns? Die Sache ist doch erledigt, oder? Sie irren sich. So was ist nie erledigt. Spurensicherung schon da? Gut, ich komme gleich hin. Du brauchst deinen Mantel erst gar nicht auszuziehen, wir müssen gleich los.
Schneider, ja? Sie kommen mit. Was ist denn los? Wo brennt's denn? Ulrich Schumann ist erschossen worden. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Wo? Im Flur seines Hauses. Eine junge Frau soll auf ihn geschossen haben. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben einen Zeugen da, der ist bei ihm. Komm. Ein Mädchen, mittelgroß, schlank, mit langen blonden Haaren. Und wie alt war sie etwa? Das weiß ich nicht. Ich habe sie ja nur von hinten gesehen. Wie weit waren Sie entfernt? 10, 20 Meter vielleicht. Ich wollte gerade mit dem Hund raus. Ja, da höre ich den Knall. Ich gehe sofort raus und da sehe ich das Mädchen wegrennen. Wissen Sie, was sie anhatte? Ja, ist ja gut. Was sie anhatte? Ja, so ein hellen Mantel. Ich weiß es nicht, noch nicht. Es tut mir sehr leid, Dr. Schumann, mein Beileid. Lassen Sie mich zunächst etwas fragen. Der Tod von Martina, ihr Selbstmord, hat die Erschütterung ausgelöst. Ja. Große Erschütterung. Nicht wahr, Frau Liebermann? Ja, wir waren alle wie gelähmt. Der Ausdruck ist nicht falsch. Man spürte sie förmlich, die Lähmung. Alle waren wie betäubt. Besonders die Mädchen? Ja. Das hat eine Erklärung. Martina war bei den Mädchen besonders beliebt. Tja, warum? Wenn ich dazu etwas sagen darf. Ja, bitte. Martina, die war einfach in Ordnung. Sie war so offen, so ohne Falsch. Es hört sich vielleicht ein bisschen altmodisch an, aber so war sie eben, so herzlich, kollegial und sie war, sie hatte... Sie hatte eine sympathische Ausstrahlung. Ja, 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 das meine ich. Sie hatte eine Menge Freunde in der Klasse. Nur Freunde. Hat ihr Selbstmord eigentlich Proteste ausgelöst? Ich meine, Empörung über den oder diejenigen, die möglicherweise schuld an ihrem Tod sind? Ja, es hat da was gegeben. Die Mädchen hatten verlangt, dass Ulrich Schumann seinen Platz räumt. Er war es nicht so? Ja, man wollte, dass er die Schule verlässt. Ich habe da widersprochen, einfach weil... Es gibt es ja nichts, dass der Schüler ihren Emotionen nachgeben. Da war plötzlich eine ganz aufgeheizte Stimmung. Hass war da plötzlich, blanker Hass. Von wem ging das aus? Von wem? Da gibt es einige, die immer Wortführer sind. Von den Mädchen? Ja, ja, nur von denen. Jemand dabei, mittelgroß, schlank, blond? Wie? Ich frage, ob jemand dabei ist, auf den diese Beschreibung zutrifft. Sie wissen, weswegen ich Sie sprechen will? Nein, aber Sie werden es mir sicher sagen. Ihr Mitschüler Ulrich Schumann ist gestern Abend erschossen worden. Ich habe es gehört. Ohne Bedauern. Ohne Bedauern. Warum? Immerhin ist ja ein Mensch gestorben, ermordet worden. Haben Sie die Untersuchung geführt gegen Ulrich Schumann und gegen seine Freunde? Ja.
Und da fragen Sie mich, ob ich Bedauern fühle, wenn ich höre, dass dieser Mann tot ist? Für mich, für uns alle hier steht fest, dass Ulrich Schumann mit seinen beiden Freunden über Martina hergefallen sind. Ja, dass es einfach nicht wahr ist, wenn Sie behaupten, dass keine Gewalt im Spiel war. Sie haben Gewalt angewandt. Damit haben Sie sie getötet. Der kommt rein, setzt sich hin, als sei nichts gewesen. Das kann man doch nicht akzeptieren. Also, Sie haben das nicht akzeptiert. Nein, ich habe es nicht akzeptiert. Und als Sie hörten, dass Ulrich Schumann erschossen wurde? War ich tief befriedigt. Erleichtert. Fast glücklich. Wo waren Sie gestern Abend um 10? Sie war bei mir. Bei Ihnen? Ja, ab und zu besuchen mich unsere Schülerinnen. Ich lebe allein, wissen Sie, und es macht mir Freude, wenn ich manchmal Besuch bekomme von jungen Leuten. Fräulein Wedekind war also gestern Abend bei Ihnen? Ja, mit zwei Freundinnen. Auch Schülerinnen von hier? Ja, Ursula Berthold und Grete Hess. Sie kamen um 9 und blieben bis fast bis Mitternacht. Nein. Ich war nicht traurig, als ich hörte, dass er erschossen wurde. Auch Sie waren erleichtert, befriedigt, glücklich? Er hat bekommen, was er verdient hat. Er hat ja auch jemanden umgebracht. Oh, ja. So kann man es allerdings auch sehen. Nein. Für mich hat Ulrich Schumann nur eine Rechnung bezahlt, von der er schon glaubte, dass er sie nicht bezahlen muss. Nun musste er doch. Die Rechnung Martina? Ja. Sie sehen da einen direkten Zusammenhang? Natürlich. Sie waren gestern Abend auch bei... Bei Rotraut. Von 9 bis fast um Mitternacht. Wir haben auf Sie gewartet, Fräulein Liebermann. Dürfen wir Sie nach Hause bringen? Ich nehme doch hier gleich die Straßenbahn. Bitte machen Sie sich doch keine Mühe. Wir haben Ihre Zeit so lange in Anspruch genommen. Wir möchten uns gerne revanchieren. Ja, also dann. Bitte. Vielleicht kommen wir heute Abend wieder mal vorbei. Also dann, tschüss. Tschüss. Aber dann darf ich Ihnen noch eine Tasse Tee anbieten. Das dürfen Sie mir nicht abschlagen. Gut. Bitte, kommen Sie herein. Es sind nur zwei Zimmer, aber mehr braucht man ja nicht. Ich brauche nicht mehr. Waren Sie mal verheiratet? Ja, aber das ist schon so lange her. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich mache Ihnen jetzt einen Tee. Sagen Sie, Frau Liebermann, Ihre Nachbarn, kennen Sie die? Ja, natürlich. Könnten die bestätigen, dass sie gestern Abend Besuch hatten? Nein, ich lebe sehr zurückgezogen. Bis auf die Besuche, die sie ab und zu bekommen. Ja. Frau Liebermann, Sie schützen doch nicht etwa diese Mädchen? Oder eins der Mädchen? Nein. Man hat sie nicht gebeten, sag, dass wir bei dir waren? Nein, nein. Sie waren gestern Abend bei mir und wir haben lange geredet über diese entsetzliche Geschichte. Über Herrn Schumann oder über Martina? Sie haben dieses Mädchen nicht gekannt. Sonst würden Sie nicht so fragen. Sie sagt nicht die Wahrheit, ist ja wohl klar. Möglich. Aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwie mag ich die Frau. Die Mädchen mögen sie auch, von denen du selbst meinst, dass sie an der Sache nicht unbeteiligt seien. Sie hassen Vergewaltigung, nicht auch. So gesehen stehe ich auf ihrer Seite. Einverstanden, ja.
Also auch du weinst Schumann keine Tränen nach. Unter uns gesagt, nein. Ich kann dir nicht dauernd Trauer tragen. Ja, die Frage ist nur, was ist mit den anderen beiden Jungs? Sind die jetzt nicht auch in Gefahr? Super. Es ist immer gut, wenn man weiß, wo jemand verkehrt. Was gibt's? Also, es ist nicht auszuschließen, dass auch auf Sie ein Anschlag verübt werden kann. Denken Sie an Ihren Freund Schumann. Es ist unsere Pflicht, Sie darauf hinzuweisen. Sie glauben, dass man uns auch umbringen will? Weswegen denn? Was haben wir denn getan? Das werden Sie wohl wissen. Und wir dürfen uns nicht aus dem Haus trauen? Es besteht zumindest ein Risiko. Risiko? Dass wir auch erschossen werden. Was haben Sie denn rausbekommen? Wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Es geht Sie nichts an. Wissen Sie noch nicht, wer es war oder wer in Frage kommt? Jemand, der eine Schusswaffe hat. Und einfach drauf losschießt. Sind Sie mit dem Wagen da? Nein. Gut. Dann bringen wir Sie nach Hause. Ich wohne da oben, im ersten Stock. Wir wohnen zusammen. Ist alles ein bisschen unübersichtlich hier. Was sollen wir beantragen? Polizeischutz vielleicht? Den werden Sie wohl kaum bekommen, aber möglicherweise werden Sie ihn nötig haben. Was denn? Nur weil er so ein paar Weiber ausflippen oder irgendein Typ rumspinnt, ist doch blödsinnig. Immerhin hat sich deswegen jemand das Leben genommen. Ach, weil sie nicht alle Tassen im Schrank hatte. Alles nur wegen sowas. Das ist doch hirnverbrannt. Ich sag's ungern, aber Sie kotzen mich an. Hirnverbrannt nennt er das. Ich habe immer noch nicht begriffen, was Sie da eigentlich angerichtet haben. Ja, doch. Eine Verdrängung von Schuldgefühlen. Die wissen ganz genau, was los ist. Die ganze Art, wie sie sich benehmen, beweist es ja. Was machen wir jetzt? Wir haben einen Mord aufzuklären. Ja, Harry? Nein, nichts Neues. Ja, ist gut, bleib dran und halt mich auf dem Laufenden. Ich habe hier die Unterlagen über diese drei Mädchen von der Kunstakademie. Nichts dabei, was uns weiterbringt? Nein. Alle drei astrale Engel. Ja. Lass sie trotzdem überwachen. Gut. Herr Berger? Ja? Ich fahre zur Akademie. Wenn was los ist, ich bin dort zu erreichen. Ja? Gut. Ich habe den Eindruck, dass diese drei Mädchen, von denen wir sprechen, nicht so leicht etwas hinnehmen, was sie für ungerecht halten. Ist der Eindruck richtig? Ja, der Eindruck ist richtig. Naja, sie waren auch nicht nur erschüttert über den Tod von Martina, sie waren empört, sie waren wütend. Sie waren verletzt. Zutiefst verletzt. Wobei die Tatsache doch sicher eine Rolle spielt, dass die Täter, nennen wir sie einmal so, nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Natürlich. Ja, und nun liegt es nahe, dass Sie überlegt haben, wie man sie dennoch bestrafen kann. Ich verstehe nicht. Diese drei Mädchen haben etwas mit dem Mord an Ulrich Schumann zu tun. Das ist meine feste Überzeugung. Und es ist ebenfalls meine Überzeugung, dass das Alibi, das Sie diesen Mädchen gegeben haben, nicht stimmt. Sie mögen die Mädchen, genau wie Sie Martina gemocht haben. Sie wollen ihnen helfen, gut. Ist es so? Was wollen Sie, dass ich sage? Die Wahrheit. Die Mädchen waren nicht bei Ihnen. Ich habe ein Protokoll unterschrieben. Können wir vergessen.
Nein, nein. Es bleibt dabei. Ich kann da nichts zurücknehmen. Das ist unmöglich. Also, Sie wollen Ihre Aussage nicht berichtigen? Nein, nein, es tut mir leid. Nein. Muss das sein, dass uns die Polizei abholt? Es macht mir zwar keinen Spaß, aber wir passen ihm auf Sie auf. Ach, dann warten Sie doch nicht direkt hier. Schauen Sie, das ist ja nicht als Polizeifahrzeug zu erkennen. Reg dich doch nicht auf, scheißegal. Es wird doch hier keiner auf uns schießen. Das weiß man nie. Steigen Sie ein. Das ist ein Ding, was? Dass man Angst haben muss, nach Hause zu kommen, nur weil irgendjemand eine große Show abzieht. Warum markieren Sie eigentlich den starken Mann? Im Grunde haben Sie doch Angst vor diesem irgendjemand. Tun Sie mir einen Gefallen. Verschwinden Sie. Gern. Wenn Sie mir sagen, was Sie heute vorhaben. Warum tun Sie etwas, was Ihnen überhaupt keinen Spaß macht? Es macht ja nicht immer Spaß, wofür man bezahlt wird. Was redest du da eigentlich? Ist mir scheißegal, was ihm Spaß macht oder nicht. Ich glaube, dem gefällt es, wie du dich benimmst. Sie irren sich. Mir gefällt überhaupt nichts an ihm. Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass es mir leid tut, was mit Martina passiert ist. Ach, auf einmal? Das klingt ja fast wie ein Geständnis. Nehmen Sie es so, wie Sie es wollen. Da wird aber der Herr Rechtsanwalt gar nicht erbaut sein, wenn einer seiner Zeugen umfällt. Wie ist es denn mit Ihnen? Falls Sie heute noch weggehen, Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen. Fahr mal zu den beiden hin. Da geht niemand ans Telefon. Und ihm abgemacht, sie soll mich anrufen, falls sie zu Hause weggehen. Ja, bitte. Was gibt's denn, Berger? Aha. Alle drei. Gut, bleib dran und informiere mich weiter, ja? Die Mädchen sind mit dem Wagen weggefahren. Ja und? Lass sie doch. Berger sagt, sie haben es sehr eilig gehabt. Meinst du, dass da irgendwas läuft? Weiß man's? Ich fahr jetzt los. Berger hier. Sie fahren gerade in die Tiefgarage von Frau Liebermanns Haus. Wir haben es immer noch sehr eilig. Zu Frau Liebermann? Tiefgarage? Nein, nein, bleib da. Ich komme hin. Geben Sie mir Wagen 34. Harry, wo bist du? Gut, bleib da. Ich fahre zu Frau Liebermann. Da scheint sich auch was zu tun.
Sie sind noch drin, alle drei. Gut, komm mit. Guten Abend, darf ich? Wo ist Frau Liebermann? Konnte es nicht ertragen. Das darf doch nicht sein. Nicht Sie haben den Mädchen ein Alibi gegeben, die Mädchen haben es Ihnen gegeben. Sie haben einen Mord begangen. Auch das darf nicht sein. Ich bereue nichts.